Ein Wahnsinn. Sorry. Geh weg, ich muss mich konzentrieren. Also, wir haben uns im Vorfeld hingesetzt. Die Idee kam ursprünglich von Mekis und der hat dann Yassin, mich und Basti im Groben und Ganzen erstmal ins Team geholt. Und wir haben ein Drehbuch geschrieben und haben das aufgeführt mit ganz vielen Leuten, die bereit waren mitzumachen. Licht ist aus. Ja, Licht ist aus. Ja, es fängt gleich an, das Konzert. Steht Licht, geht auf. Ich bin so aufgeregt. Erster Track, kannst du. Also der erste Track ist jetzt da. Gehen wir zu Track 2, den Yassin einleitet. Bei Track 2 tanzt Bartek mit Waschbären auf der Bühne. Darauf kann man reagieren. Jetzt rappt ihr draußen mit dem Waschbären-Tweet. Die Waschbären sind größer als Bartek. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Menschen vielleicht die ganze Aktion auch kritisieren, weil sie sagen, das war so ein riesiger Promo-Inzest. Aber ich finde, es war auch in gewisser Weise ein Experiment, weil das Ganze ja gezeigt hat, wie fake eigentlich dieses ganze Internet-Ding ist. Wir überspringen, lass uns chillen. Jetzt kommt das Flugzeug, Track 6, Tornado. Haust ihn raus? Okay, mach ich, warte. Okay, also muss jetzt, wer nochmal alles Chefcap? Vegan raus. Damit alle wissen, El Guni nach Kesper. Ja. Und jetzt macht ihr einen Savasch? Nach Savasch kommt Raff. War aber schon. Dann mach Raff weg. Audio. Und wir können alle anfangen zu schweben. Yes. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Wir können jetzt alle sterben. Wer sterben möchte, wer einfach danach ist, der kann jetzt gerne rocken. Und ich kann nichts dagegen tun, vielleicht bin ich ja doch die UNO. Wow! Yeah!